Schon im vergangenen Jahr hatte Sängerin Andrea Zug ein Konzert in ihrer Heimatstadt Sinzig veranstaltet. Das Feedback daraufhin war gewaltig. So sehr, dass vergangene Woche nun das zweite Konzert in der Pfarrkirche St. Peter folgte. Die Befürchtungen waren groß, dass zu wenig Besucher den Weg nach Sinzig finden könnten. Dies hatte sich jedoch so nicht bewahrheitet. In diesem Jahr noch zusätzlich mit Andreas Franke am Saxophon hat sich auch das musikalische Repertoire etwas gewandelt. Ruhig, poppig und festlich wurde das Konzert und riss das Publikum mit. Als absoluter Höhepunkt gab es nun auch noch eine Überraschung. Der Schulchor des Rheingymnasiums und der Chor Kontakt unter Leitung von Andreas Dietl hatten das Konzert tatkräftig unterstützt und diesem einen festlichen Rahmen gegeben. Ich habe den Andreas Dietl kontaktiert, der war nämlich letztes Jahr schon mit dabei beim Konzert. Das ist mein ehemaliger Musiklehrer vom Rheingymnasium in Sinzig und ich war eine seiner ersten Klassen, als er aufs Rheingymnasium gekommen ist. Und ich war auch in seinem Chor und ich hatte mir halt in den Kopf gesetzt, dass ich dieses Lied von John Lennon singen möchte, weil ich diese Botschaft gerne weitergeben wollte. War's over if you want it. Und habe aber gewusst, alleine kann ich das nicht machen, das geht nicht. Ja, das kann ich nicht, weil da braucht man irgendwie mehr Leute. Und dann ist mir halt die Idee gekommen, dann habe ich den gefragt und war direkt Feuer und Flamme. In verschiedenen Konstellationen war Andrea Zug und Band zu hören und zu erleben. Dabei war das Publikum nicht nur Zuschauer und Zuhörer, zusammen wurde gesungen, was das Zeug hält. Man brachte das Gotteshaus annähernd zum Beben. Wann ist denn ein Konzert gut, wenn man berührt wird? Also ich gehe nach Hause und bin glücklich, wenn ich berührt wurde. Und das kann man am meisten, wenn man mich anspricht, ja? Wenn man mich direkt anspricht und mich zum Teil von dem Ganzen werden lässt. Und das wollte ich gern den Leuten auch anbieten und die einladen, mit mir gemeinsam Spaß zu haben. Das Programm ließ mit Sicherheit keine Wünsche offen. Besinnliches, Heiteres und Nachdenkliches wurde gecovert und auch etwas Weihnachtliches durfte natürlich nicht fehlen. Doch wer klassische Weihnachtslieder erwartet hatte, der war hier definitiv falsch. Erstmal ist mir ganz wichtig zu sagen, wir haben halt Advent und im Advent spielt man keine Weihnachtslieder in der Kirche. Das ist einfach so, weil Weihnachten beginnt erst am 25. Dezember und vorher ist es noch die Vorfreude quasi, die man hat. Deswegen haben wir adventliche Lieder gespielt und eben auch ganz normale, also aus weltliche Lieder. Und ich habe die ausgewählt nach der Formation tatsächlich. Also ich habe auch geguckt, was passt zu unserer Combo, ja, mit Saxophon und so. Und aber auch eben, wie kann ich die Leute berühren? Und da war es mir auch ganz wichtig, meine Familie mit zu berühren und denen was zurückzugeben. Nach diesem enormen Erfolg stehen alle Zeichen auf grün, dass man im nächsten Jahr wieder einen solchen Musikgenuss erwarten darf. Sollte es zu der dann mittlerweile dritten Auflage kommen, werden sich die Fans von Andrea Zug bestimmt wieder auf einen bunten und abwechslungsreichen Abend freuen dürfen. Ausschnitte vom Konzert zeigen wir in Blick aktuell TV in einer Extra-Ausgabe am zweiten Weihnachtsfeiertag. Applaus